Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei uns im Schweizer Gesundheitsfernsehen. Heute schauen wir einmal genau hin, was wäre eine optimale Ernährung bei Erkrankungen des Bewegungsapparats, Rheuma und Osteoporose. Und Sie können sich mit mir auf Sibylle Binder freuen. Sie ist diplomierte Ernährungsberaterin und diplomierte Vitalstofftherapeutin, aber vor allem ist sie eine unglaublich innovative Frau, die schon früh wirklich nach umfassenden Antworten gesucht hat und diese teilweise in alten Heilmethoden, aber auch in neuen wissenschaftlichen Arbeiten gefunden hat. Ich hoffe, Sie folgen uns in dieses tolle Gespräch. Hallo, liebe Sibylle. Ich freue mich riesig, dass wir heute miteinander sprechen dürfen, weil ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, ich bin total begeistert auch von deiner Pionierarbeit und wirklich dich nicht zufrieden zu geben mit Antworten, die so an der Oberfläche vielleicht stimmig sind und vor allem wirklich der personalisierte Ansatz, den finde ich großartig. Schön bist du bei uns. Vielen Dank, Silvia. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Im Vorgespräch habe ich gemerkt, dass wir beide gerne in die Tiefe gehen. Darum bin ich sehr gespannt auf die Fragen und auf den Verlauf des Gesprächs. Vielen Dank. Ja, es ist ja so, ich habe das auch schon erwähnt, eben im Vorgespräch, dass bei rheumatoiden Erkrankungen oder Gelenkserkrankungen oder auch Osteoporose, da sagt man, das ist jetzt einfach so, der Knochen kann sich kaum regenerieren, der Knorpel kann sich nicht regenerieren. Das sind ja eigentlich immer noch so Geschichten, die widerlegt sind und die halten sich hartnäckig. Und viele Ärzte, die schauen das Thema Ernährung gar nicht an. Ja, das ist immer noch so. Ich war als jüngere Ernährungsberaterin auch für die Rheumaliga Zürich tätig. Mhm. Und dort habe ich das schon immer wieder gehört. Und es ist immer noch so, dass einige Ärzte sagen, es gibt keinen großen Zusammenhang oder die Ernährung kann nicht unbedingt helfen. Ja. Und wir wissen, dass das eigentlich nicht stimmt, denn ich habe dir vorher gesagt, es gibt jede Woche neue Studien, die eigentlich aufzeigen, dass es Zusammenhänge gibt. Ja. Nun zum Bewegungs- und das hat mich eben auch immer wieder berührt. Zum Bewegungsapparat gehören ja verschiedene Anteile unseres Körpers. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, wo wir sehen, zum Bewegungsapparat gehören eben die Muskeln, die Sehnen, auch die Faszien und eben bis zu den Knochen. Und eigentlich ist es immer wieder interessant, dass wir glauben, dass etwas in uns, und es ist ja verantwortlich, dass wir Stütze haben, dass wir Halt haben und uns bewegen können. Und es ist immer wieder interessant, dass wir in der Medizin glauben, dass es einfach so selbstverständlich ist, dass diese Systeme mal wachsen und dann erhalten bleiben und dann irgendwann eben zugrunde gehen, abbauen, das ist normal. Und bei den Krankheiten des Bewegungsapparates haben wir ja eine ganze Gruppe. Und ich habe gestern noch einmal in Vorbereitung auf das heutige Gespräch geschaut. Es ist eindrücklich, es ist eine unglaubliche Menge an Gesundheitskosten. Es sind 23 Milliarden Franken, die wir ausgeben für den Bewegungsapparat. Es sind 17 für Herz-Kreislauf und es sind 11 für Krebs. Also die ganzen Ausgaben für die Medikamente, für die Klinikaufenthalte, für die Therapien im Bewegungsapparat verschlingt eine unglaubliche Menge an Geld. Und es ist verbunden mit Schmerzen. Das ist das, was wir ja sehen, dass diese Patienten Schmerzen haben. Und interessant ist, dass wir im westlichen wie in den östlichen alten Heilsystemen hier schöne Verbindungen haben zur Ernährung, zu anderen Organen, auf die wir jetzt eingehen können. Und es gibt eben Studien, immer mehr, wie gezielt Nahrungsmittel und Nährstoffe eingesetzt werden können, um bei diesen Krankheiten zu helfen. Super. Und wenn du das jetzt so sagst, dann kommt bei mir gerade auch die Frage, was noch einen Schritt zurück, was wäre denn eine gute Prophylaxe? Weil eben, wie du auch gesagt hast, das System ist ja mit ganz vielen Dingen verbunden, sind ja nicht nur die Knochen und alles, was lebt, kann sich ja wieder erneuern und erneuert sich ja immer wieder. Wir sind ja nicht gleich wie vor 20 Jahren. Und vielleicht einfach als erster Schritt mal zu schauen, was würde dann, wenn wir jetzt ein bisschen älter werden, unser System unterstützen, wirklich zum den Bewegungsapparat gesund erhalten? Ja.
Entschuldigen Sie bitte diese ganz kurze Unterbrechung, aber wir möchten Sie herzlich darum bitten, diesen Kanal auch zu abonnieren, indem Sie hier bitte klicken. Herzlichen Dank und viel Spaß weiterhin. Wir sind, und das haben wir in anderen Gesprächen ja auch schon angesprochen, wir sind als Menschen von der Genetik her immer noch so ausgerichtet, dass der größte Anteil der Nahrung pflanzlich sein sollte. Das ist mal ein ganz wichtiger Teil. Und darum haben wir ja auch immer wieder dieses Bild des Tellers, wo wir sagen, die Hälfte unserer Nahrung sollte eigentlich pflanzlich sein. Und pflanzlich heißt basiert auf Gemüse, Früchten, vielen Kräutern und Gewürzen. Also so wie der Ursprung der Nahrung war, als wir noch draußen uns bewegten, das ist immer noch die beste Nahrung. Und das Zweite ist, dass wir aufpassen müssen bei den rheumatischen Erkrankungen, dass wir sagen, vorwiegend vegetarisch, das heißt fleischlos. Mhm. Da müssen wir schon etwas mehr individualisiert vorgehen. Aber es ist insofern richtig, dass wir sollten nicht jeden Tag Fleisch auf dem Teller haben. Mhm. Wir sollten nicht jeden Tag viele Milchprodukte in der Ernährung drin haben. Und wir sollten etwas aufpassen, gerade beim rheumatischen Formenkreis, mit den lektinhaltigen Nahrungsmitteln. Das heißt, da sind die Nachtschattengewächse wie die Kartoffeln, die Aubergine, die Tomaten daneben ja eigentlich zu nennen. Okay, und was mir jetzt auch wieder auffällt, eben du bist so ausgewogen, man sollte nicht zu viel, aber du sagst nicht gar nicht, weil ist das Problem dann, wenn wir wirklich gar nicht kein Fleisch essen oder uns vegan ernähren, dass man dann zu wenig Aminosäuren oder Proteine hat oder wo genau. Ist das Problem? Genau. Es ist mir aufgefallen bei der Rheumaliga, dass es dort eben immer wieder Frauen gab, die rheumatische Erkrankungen hatten und die sich eigentlich sehr ausgewogen versucht haben zu ernähren, eben möglichst keine Milchprodukte, möglichst kein Fleisch und dadurch zu wenig Eiweiß gegessen haben, recht viele Kohlenhydrate. Und es ist eben so, dass ja eben auch vor allem das Thema Weizen, wieder das Thema der Lektine, dass auch die Getreide eigentlich rheumatische Formen, Erkrankungen geben können. Und darum ist gerade bei Rheuma eine individualisierte Ernährung ganz wichtig, wenn man es hat. Und präventiv aber noch einmal, pflanzenbasiert, viele Kräuter und Gewürze. Und wenn ich natürlich schon antientzündliche Gewürze in der Ernährung drin habe, die ganzen mediterranen Kräuter, wenn ich gutes Öl habe, wenn ich ein gutes Olivenöl habe, wenn ich fetten Fisch esse, ein gutes kaltgepresstes Raps- oder Hanföl habe, dann mache ich präventiv schon ganz viel richtig. Und was wir jetzt bis jetzt ja nicht angesprochen haben, sind die Genussmittel. Ja. Die Genussmittel haben alle, das muss man sagen, eine eher entzündungsfördernde Wirkung. Wir sind beim Alkohol, wir sind beim Kaffee, wir sind beim Süßen. Und bei der Fibromyalgie, es gibt ja eine ganz riesige Menge und Gruppe von rheumatischen Erkrankungen. Und da gehören die weichteilrheumatischen Erkrankungen auch dazu. Und gerade bei der Fibromyalgie habe ich dann gesehen, dass es eben viele Betroffene gibt, die erstaunlich viel Süßes essen, Weizen essen, eben Gebäck essen. Und das kann eben auch Entzündungen geben. Darum, die Genussmittel müssen wir schon beachten beim Rheuma. Jetzt habe ich da noch gerade auch wieder zwei Fragen, die mir auftauchen. Eben, wie würdest du, eben du hast jetzt gesagt, Fisch, da ist deine Eiweißquelle. Was würdest du sonst eben auch über die Menge des Eiweißbedarfs, wird ja unglaublich unterschiedlich geschrieben und geraten. Was ist dein, einfach für einen gesunden Menschen, jetzt abgesehen von den Erkrankungen, wie viel Eiweißbedarf haben wir pro Tag wirklich? Und wie decken wir ihn am besten? Wir sehen ja da tatsächlich eben unterschiedliche Studien von 0,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und das ist so das Tiefste. 0,8 im Durchschnitt, 0,9. Und jetzt geht es ja zum Teil bis über 1 Gramm pro Tag, pro Kilo Körpergewicht. Und da müssen wir eben auch noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, das ist der Bedarf, aber das Eiweiß muss eben im Körper auch richtig verdaut und verstoffwechselt werden. Das heißt, ich brauche genügend Magensäure, ich brauche genügend
Verdauungsfermente aus der Bauchspeicheldrüse. Ich brauche eine möglichst optimale Bakterienzusammensetzung im Darm. Und dann kommt es ins Blut. Und vom Blut geht es zur Leber. Und dann ist es ja die Leber, die eigentlich eines der wichtigsten Organe ist für die Verstoffwechselung, für den Eiweißstoffwechsel. Und darum, wenn diese Organe gut arbeiten, dann denke ich, kommen wir mit 0,8 Gramm aus, weil wir wissen heute, dass auch gute Darmbakterien einen Teil des Proteins selber bilden können. Ah, okay. Das weiß man heute. Ja. Und wenn wir dann jetzt bei alten Menschen oder allgemein sagen, ja, wir brauchen mehr, wir brauchen ein Gramm und mehr und wir haben diese Organe nicht im Gleichgewicht, dann führt es sogar zu neuen Entzündungen. Aber wir gehen zurück. Ungefähr 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht heißt, dass wenn ich eine 65 Kilogramm schwere Person bin, dann brauche ich zwischen 58 bis 60 Gramm Eiweiß. Das ist gar nicht so einfach abzudecken. Ja. Diese Berechnung mache ich übrigens viel in der Ernährungsberatung, dass ich dem Patienten mal aufzeige, was das konkret heißt. Ja, das ist gut. Oder wie viel Eiweiß müssten Sie pro Tag, pro Mahlzeit essen, dass Sie das abdecken? Und wie können Sie das jetzt im Optimalen machen? Das wäre jetzt gerade bei diesem Beispiel, dass man wirklich das bildlich für die Zuschauerinnen und Zuschauer hat, wie viele Eier wären das? Oder was wäre das in etwa, dass man so wie eine Idee darüber bekäme? Also wenn wir diese 0,8 Gramm Eiweiß abdecken möchten, dann müsste ich in zwei Mahlzeiten sicher pro Tag, wenn ich tierisches Eiweiß esse und wenn ich mehrheitlich pflanzliches esse, dann muss ich in jeder Mahlzeit Eiweißquellen drin haben. Nehmen wir mal an, wir essen tierisches, dann sind die konzentrierten Milchprodukte wie Käse oder Quark relativ gut, weil die liefern uns schnell 20 Gramm pro 100 Gramm, 10, oder man isst auch mal mehr Hüttenkäse oder Quark, dann sind wir bei 200 Gramm. Also wenn ich zum Frühstück zwei Rühreier esse, da bin ich ungefähr bei 16 bis 17 Gramm Eiweiß, also, oder? Und dann esse ich noch 100 Gramm, 120 Gramm Fleisch, dann bin ich dort auch bei 25 Gramm, aber da sind wir knapp bei 40 Gramm. Ich müsste dann sogar in einer dritten Mahlzeit noch etwas einbauen. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, sobald wir Quinoa zum Beispiel zum Mittagessen dazu, zum Fleisch, und wir essen grünes, blättriges, weil auch da hat es etwas Eiweiß drin. Ich esse einige Nüsse als Zwischenmahlzeit. Ich nehme eine Handvoll Mandeln. Dann in diesem Tagesbeispiel decken wir das Eiweiß ab. Ja. Wenn ich eine rein pflanzliche Ernährung habe, eine vegane, dann müsste ich wirklich schauen, dass ich am Morgen Nüsse und zum Beispiel etwas mache mit Mandelpüree und Quinoa. Wir würden als Zwischenmahlzeit auch Nüsse genießen, vielleicht dort die Kürbiskern, oder wir nehmen dort Cracker mit Kürbiskernmus, das sehr eiweißreich ist. Wir würden zum Mittagessen eine Karottensuppe machen mit Proteinpulver, zum Beispiel mit Reisprotein dazu, nehmen dort 150 Gramm Tofu und essen Amaranth und Quinoa als gemischt, oder ein Reis und Quinoa oder Reis und Amaranth als Beilage. Essen grüne Gemüse oder Wurzelgemüse, dann kommen wir so auch zum Resultat, dass wir das ungefähr abdecken. Aber wir müssen dann wirklich anfangen, etwas zu berechnen, unsere Ernährung wirklich reflektieren, damit wir das abdecken. Und das machen viele nicht. Ja. Und darum sind eben doch recht viele Leute heute eigentlich mit dem Eiweiß nicht optimal versorgt. Ja. Sehr, sehr eindrücklich und toll, dass du das jetzt so wirklich bildlich gesagt hast, weil dann sieht man, da gibt es auch einige Tage, da komme ich nicht auf diesen Eiweißbedarf. Und eben wenn du dann sagst, dann ist ja noch die zweite Frage, ob es denn vom Körper so verstoffwechselt werden kann. Würdest du dann sagen, wenn man so irgendwie knapp ist mit diesem ganzen Eiweißzufuhr, einfach aus der Ernährungsweise, dass man dann die essentiellen Aminosäuren zusätzlich zu sich nimmt,
Würdest du das empfehlen? Gerade bei Krankheitsbildern mache ich das auch öfters. Oder? Wenn wir wissen, dass wir die Leber im Moment noch am Unterstützen sind, weil sie nicht in der Kraft ist, oder weil, wenn wir Verdauungsstörungen haben, ja, dann gehöre ich auch zu denen, die Aminosäuren, die essentiellen Aminosäuren in Form eines Präparats ergänzen. Oder eben, dass ich günstige Proteinpulver, hier empfehle ich, dass man nicht vor allem Molke-Eiweiß hochkonzentriert nimmt, aber dass man das zum Beispiel in einen Smoothie gibt oder in eine Suppe oder am Morgen in einen Porridge noch etwas Eiweißpulver, das kann man gut machen. Oder eben, wir arbeiten mit Mandelpüree, wir arbeiten mit Kürbiskernmus oder ich sage das immer wieder gerne, wenn ich kein Fleisch esse, kann man gut mit Erdnussbutter arbeiten. Erdnussbutter ist sehr, sehr eiweißreich. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja. Und dort haben wir die Arachidonsäure drin. Und wenn ich kein Fleisch und keine Milchprodukte esse, ich brauche ja Arachidonsäure, also kann ich gut Erdnussbutter essen. Qualitativ. Jetzt wieder zurück zum, ist ja so spannend, gell? Es gibt so viele Fragen, die ich an dich habe, dass es wirklich mal klar ist, auch für mich. Manchmal, ich befasse mich auch mit dem, aber manchmal denke ich, ah, okay, es ist einfach oft, es ist eine große Wissenschaft. Ja. Jetzt bei Menschen, die so an eben Erkrankungen des Bewegungsapparats leiden, kannst du da etwas wahrnehmen in deiner Praxis, dass es vielleicht Gruppen gibt, die vermehrt dazu neigen mit einer speziellen Ernährungsweise oder kannst du das nicht ausmachen? Wir müssen hier eben schauen, welche Form von rheumatischer Erkrankung ist es. Und ich habe ja als ganz junge Ernährungsberaterin in der Ausbildung durfte ich an einer Studie, an einer Rohkoststudie von Bircher Benner, der Bircher Benner Klinik noch teilnehmen. Und da hat mich beeindruckt, wir hatten früher diese Hitzerheumatiker, diese Rheumatiker, die wirklich diese entzündlichen Formen hatten. Und das waren häufig Menschen, die zu viel gegessen haben, Fleisch gegessen haben, in der Fülle gelebt haben. In eine ähnliche Richtung geht auch die Gicht. Ja. Als Ablagerungskrankheit. Und dann ist mir aber aufgefallen bei der Rheumaliga, es gibt eben auch diese Erschöpfungsrheumatiker, diese kälte-rheumatischen Erkrankungen, die manchmal Hitze machen, aber eigentlich ein Abbauprozess sind. Die Arthrose, zum Teil mit der Arthritis. Und dort habe ich viele, natürlich sehr viele Frauen gefunden. Ja. Frauen, die in Stresssituationen waren, immer gegeben haben, sich wenig auf sich konzentriert haben, wenig Bewusstsein hatten. Darum sage ich auch immer wieder, in der heutigen Zeit sportliche Menschen, die sich sehr ernährungsbewusst durch das Leben bewegen, Stresssituationen haben, die können in eine Erschöpfungssituation gehen, die sich mit einem rheumatischen Formenkreisbild zeigt. Hierzu gehört auch die Osteoporose. Und wenn ich diese Woche gelesen habe, dass es eine massive Zunahme an Essstörungen gibt unter den Jungen, jetzt wieder seit Corona, dann denke ich mir, ja, ich habe gerade jetzt auch zwei in meiner Praxis, zwei junge Frauen, die eine Essstörung hatten. Die eine ist draußen, die andere gerade am Rande. Und dort schon das Thema der Osteoporose. Das stimmt. Wir haben die jungen Menschen, die sehr ernährungsbewusst sind oder Essstörungen hatten. Da sehe ich eine Schwierigkeit, dass wir dort die Osteoporoseentwicklung nicht mehr nach der Menopause haben, sondern viel früher. Und auch die Osteoporose ist eine Krankheit, da baut es gar nicht richtig auf und es baut zu früh ab. Die ganzen Jungen, die jetzt kommen, die schlecht ernährt sind, schon von Kindheit an, die gar nicht mehr diese Knochenmasse aufbauen, da denke ich mir, das ist eine neue Generation, die kommt. Also es gibt verschiedene Personen, Gruppen, die ich als Risiko sehe, eben für dieses große Thema Bewegungsapparat. Jetzt gerade bei Osteoporose, da sagt man ja allgemeinläufig, da gibt es keine Verbesserung. Aber ich sage immer, solange der Körper lebt und etwas im System aktiv ist, also solange wir ja leben, gibt es ja immer eine Möglichkeit der Verbesserung. Wie siehst du das? Das ist sehr spannend, dass du das ansprichst, weil das ist eben genau das, was mich so fasziniert. Und darum auch wieder zurück zu alten Heilkundesystemen.
Es gibt eine Verbindung vom Bewegungsapparat in der Erkrankung zur Leber. Da ist das ganze muskuläre System und die Faszien. Und es gibt die Verbindung zur Niere, zur Nebenniere, zum Knochen. Weil der Knochen ist Ausdruck auch der Grundkraft aus den Nebennieren. Und das kommt aus der chinesischen Medizin. Und ich habe Osteoporose-Patientinnen begleitet. Und eine finde ich sehr eindrücklich, wo wir aufzeigen konnten, dass auch nach der Menopause mit 60 Jahren die Knochendichte sich noch einmal verbessert hat. Durch Supplementation und durch Ernährungsanpassung. Aber eben auch, was wir vorher im Vorgespräch auch hatten, mit Lebensstilanpassung. Ja. Oder? Weil die Osteoblasten, die knochenaufbauenden Zellen, die arbeiten, bis wir sterben. Und die Osteoklasten, die abbauenden auch. Also bis ins Alter hinein baut mein Knochen auf. Aber ich muss ihm eben die Substanzen geben. Und die kommen aus der Nahrung. Und ich muss eine Kraft haben. Und darum müssen die Personen lernen, dass Stress an die Nieren geht und die Niere, mit der Niere geht es an die Substanz, geht es an die Knochen. Also wenn ich muss lernen, nicht mehr so viele Ansprüche an mich zu stellen als Person. Ich muss lernen, den Stress etwas runterzufahren. Ich muss lernen, in die Bewegung zu gehen, aber ohne von mir zu fordern. Aber ich brauche die Bewegung, ich brauche auch die schlagenden Bewegungen. Und dann brauche ich eine optimale Ernährung, und das ist richtig. Wir brauchen das Kalzium. Aber eben der Knochen besteht aus einer Unmenge von Mineralstoffen und Vitaminen. Wir brauchen das B, wir brauchen das Magnesium, wir brauchen das Phosphor, wir brauchen das Bor. Also wir brauchen eine Supplementation von mehreren Stoffen. Wir brauchen eine optimale Nahrung, die Kalzium und Magnesium und Substanzen drin hat. Und dann fördern wir durch die Bewegung den Aufbau. Und darum ist es möglich, dass ich auch, und das möchte ich ja auch bei Jungen jetzt aufzeigen, wenn wir junge Patientinnen haben, die zwischen 25 und 30 sind, die jetzt Kinderwunsch haben, aber eine Osteopenie, dass wir dort wirklich optimieren mit Supplementen und aufzeigen können, der Knochen ist noch am Aufbauen. So eine wunderbare Nachricht, da sprichst du mir aus dem Herzen, weil ich sage mir immer, alles ist regenerierbar. Richtig. Und was ich noch ganz spannend finde, vielleicht da in diesem Zusammenhang auch, man spricht dann immer vom Kalzium und eben auch die Mähe, dass man dann so viele Milchprodukte trinken muss, die hält sich auch beständig. Aber schauen wir mal noch hin, vielleicht das Magnesium, weil das ist ja auch so ein Thema, das haben wir auch vor der Sendung gesagt, weil das begegnet mir so viel in den Sendungen. Die einen sagen das nur über die Haut, die anderen sagen nicht über die Haut. Dann sagt man ja, es verändert sich gar nicht, aber dann misst man nicht im zellulären System. Das sind so viele Fragen, die ich auch für mich noch nicht beantwortet habe. Wie siehst du das mit dem Magnesium? Magnesium ist, denke ich mir, auch wirklich hochkomplex. Es ist einer dieser Mineralstoffe, gerade auch im Zusammenhang mit dem Knochen, der gar nicht so häufig oder gar mit einer großen Menge im Körper vorkommt, aber so an unglaublich vielen Stellen tätig ist, aktiv ist. Wir wissen, dass ja über 300 Systeme im Körper von Magnesium abhängig sind, aber von verschiedenen Magnesiumsalzen. Ah, okay. Und der Körper hat eine Ordnung. Er hat seine Priorität, was er dann jeweils damit macht. Und das Magnesium, das wichtigste Nahrungsmittel, oder die wichtigsten Nahrungsmittel sind hier die pflanzlichen, es sind die grünen Blätter. Das ist wirklich auch das Thema vom Chlorophyll. Das heißt, ich brauche das Grünblättrige, ich brauche die Nüsse, ich brauche viele pflanzliche Nahrungsmittel für das Magnesium. Es ist eine Tatsache, dass Magnesium verloren gegangen ist durch den sauren Regen. Wir wissen, da sehe ich wirklich auch aus unabhängigen Laboren, das Gemüse, die Kräuter, sie haben nicht mehr die gleiche Menge wie noch vor 20 Jahren. Ich gehe auch davon aus, dass das Wichtigste immer noch die Grundernährung ist. Und hier habe ich ein eindrückliches Beispiel einer Patientin vor vielen Jahren, die gemerkt hat, dass die
das Beste, was ihr hilft gegen diese massiven Muskelkrämpfe, die sie hatte, war wirklich, wenn sie Grünes gegessen hat. Okay. Also darum sage ich auch, das Grüne ist das Wichtigste. Ja. Und dann supplementiere ich aber auch, das Magnesium ist ja aus der Sicht der anthroposophischen Medizin, es ist das Mineral, das ich unterstützt. Ah, okay. Und einen engen Bezug auch zum Blut, das auch zum Ich gehört. Also, dass wir darum heute so viele Magnesiummängel haben, kann ich mir gut auch vorstellen, dass es eben auch damit zusammenhängt, weil wir so unglaublich dynamisch unterwegs sind. Und dann supplementiere ich das Magnesium auch. Ich empfehle heute auch, verschiedene Magnesiumverbindungen zu nehmen, das heißt Mischmagnesiumpräparate zu nehmen. Es gibt ja immer irgendeine Substanz, die gerade boomt. Und heute ist das Magnesiumglycinat, also gebunden an Glycin. Das ist richtig. Magnesium und Glycin sind auch zwei wichtige Elemente, die wir für die Leber brauchen. Darum denke ich mir ja auch. Magnesiumglycinat würde ich auch sagen, ist wichtig. Die organischen Verbindungen sind nach wie vor die, die wir eher brauchen. Das heißt, wir haben daneben ein Magnesiumcitrat, ein Glycinat. Die Oxidverbindung und die anderen organischen Verbindungen, gerade das Oxid ist das billigste, aber es sind nicht wirklich so optimale Verbindungen. Anscheinend ist es so, dass man früher gesagt hat, nein, Magnesium wird nicht über die Haut aufgenommen. Neuere Studien zeigen doch, es wird doch auch über die Haut aufgenommen. Es ist doch möglich. Allerdings glaube ich auch, dass es nicht möglich ist, riesige Mengen über die Haut. Ja. Ich bin auch der Meinung, man zum Beispiel Schüsselsalze, es gibt Patienten, die sagen, wenn ich Schüssel 7 als Salbe einreibe, ja, das nimmt mir die Spannungszustände oder die Krämpfe. Also muss es doch einen Effekt geben. Aber ich supplementiere das Magnesium heute auch viel. Aber auch hier wissen wir beim Thema Krämpfe, es ist nicht nur das Magnesium, das Krämpfe macht. Kurzfristig kann ich Magnesium alleine einnehmen. Längerfristig empfehle ich häufig die Verbindung auch noch mit Calcium. Und gerade auch wieder mit dem Knochen, da brauchen wir beides. Ja. Und würdest du da auch sagen, wir sind schon mit der Zeit drüber, noch als Abschluss, eben auch immer messen? Immer wieder Messungen machen, aber das ist hier ja die Problematik. Im Blut, muss ich schauen, welchen Blutbestandteil ich da nehme. Ja. Und eigentlich, das meiste Magnesium ist extrazellulär und muskulär. Also wir müssen aufpassen, wenn wir immer das Blut messen, weil das Blut ganz lange stabil bleibt. Ja, das war wieder so spannend. Und wenn ich so ein bisschen zusammenfassen darf, eben, es würde noch unendlich weitergehen, dass man wirklich bei allen auch Bewegungserkrankungen des Bewegungsapparats wirklich gute Hoffnung hat, auch wenn man ein bisschen älter ist, wirklich da markant etwas zu verbessern. Auch bei Osteoporose, das finde ich eben auch so ein Thema, das wäre wieder eine Sendung für sich, dass man da wirklich nicht einfach das als gegeben hinnehmen muss oder irgendwie andere Maßnahmen treffen mit Hormonen, sondern dass man da wirklich durchaus effektive Möglichkeiten hat. Und was ich immer so schön finde, eben wieder das Thema, da muss ich mich selbst auch immer an der Nase nehmen, Stress. Auch wenn man Dinge gern macht. Manchmal hat man so viel Enthusiasmus, gerade wir Frauen. Wir kommen immer wieder in die Überforderung und sind natürlich auch hart im Nehmen. Aber was das dann eben mit der Nebennierengrinde, Erschöpfung und was das alles mit sich bringt, das hast du gerade wieder wunderbar uns nochmals aufgezeigt. Ich freue mich sehr auf die nächste Sendung. Vielen Dank, warst du da, Sibylle. Gern geschehen, danke dir. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen herzlichen Dank. Wieder viele Inputs und selbst wieder wirklich unseren Körper zu unterstützen in seiner wundervollen Funktion. Ich hoffe, Sie konnten etwas daraus ziehen und sind bei der nächsten Sendung auch wieder dabei. Auf Wiedersehen. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, den Kanal hier unten noch zu abonnieren oder über Wikisana alle unsere Sendungen auch werbefrei anzuschauen oder diese Auswahl von Sendungen zu konsumieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.